Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dawn of Man. Hierbei Heisenberg zockt. So, unsere Siedlung gedeiht. Sie, was machen die denn hier? Eine Wanderung. Aha, okay, mit den Wagen immerhin. Die trägt Wasser. Wo tragen sie das denn hin? Was ist denn jetzt kaputt? Das ist eine neue Aufnahmesession. Ich muss erstmal wieder gucken, was die genau machen. Die einbringen hier Sachen, Lebensmittel etc. Und die gute Frau hier, die führt ihren Wasserkrug spazieren. Naja gut, warum nicht? Da die hier. Da steht aber auch nicht, was sie macht. Doch hier. Geht und holt folgendes. Rohes Fleisch. Aha. Und das? Mit Wasser auf dem Kopf? Ja, vielleicht ist das Wegzerrung. Sprich, falls irgendjemand von denen durstig wird auf dem Weg nachher hinten, boah, dann haben sie immerhin ein bisschen Wasser dabei. Keine Ahnung. Okay. Wir können hier weitermachen. Wir können ins Neolithische vorstoßen und haben dann, Hülsenfrucht, Domestizierung, Gerste, Einkorn, Emmer. Oh, dann können wir, glaube ich, tatsächlich Felder errichten. Ich mache das mal. Und jetzt mal gucken. Aha, Getreidedomestizierung. Erlaubt es dir, Halmfrüchte zu ernten und zu pflanzen? Okay, erhöht die Menge der Menschen dramatisch. Oha. Aha, ja, die, welche man zuverlässiger nähren können, nicht die, welche einziehen. Dies ist eine der wichtigsten Technologien in der Geschichte der Menschheit. Okay, gut zu wissen. Das haben wir freigeschaltet, das wissen wir auch. Landwirtschaft. Landwirtschaft erlaubt es dir, ist soweit klar. Vielzahl. Sicheln. Okay, stelle sicher, dass du genügend Sicheln hast. Das werden wir gleich machen. Von allen Feldfrüchten sind Halmfrüchte wohl die wichtigsten. Durch sie erhält man nicht nur Getreide, sondern auch Stroh, welches als Baumaterial und Tiernahrung benutzt werden kann. Halmfrüchte. Okay, haben wir Halmfrüchte? Werden wir gleich rausfinden. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier ein paar Sicheln kriegen. Feuersteinsichel gleich mal, zack, 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 eine ganze Ladung. Warum nicht hier hinten auch? Wir haben ja zwei solche Produktionsstätten. Zack, okay, das sind 10 Stück bei 35 oder 36 Leuten. Das ist eigentlich okay. Jetzt ist die Frage, wo machen wir die Felder hin? Wir müssten hier fast zuerst mal roden. Wir machen mal die Sachen weg. Moment, ich mache mal Tempo. Oh, da fällt mir noch was anderes ein. Mache ich gleich. Moment, Moment. Fällen. Bitte relativ schnell. So, das gibt ordentlich Holz und vor allem gibt es eben Platz, weil ich möchte die Felder irgendwie hier im Rücken haben und dann hier eigentlich die Palisade durchziehen, dass die Felder hier hinten liegen, hinter der Palisade. Gut, das hätten wir. Seid ihr schon am Klöppeln? Oh, Moment. Feuersichel. Wolfangriff. Wo? Hier unten. Oh je, aber doch nicht alleine. Kollege, das ist Selbstmord. Ein Mann, selbst mit Speer, gegen einen, ja, ich wusste es, gegen einen Wolf, das kann ja nicht gut gehen. Tja, Pech gehabt. Gut, er wurde vom Wolf umgebracht. Ja, das hätte er einfach besser wissen müssen, dass er da besser abhaut. Jetzt, hier oben. Mir wurde empfohlen, Moment, ist das hier, dass man hier irgendwo einstellen kann, dass man das Tempo, genau, die Geschwindigkeit hier sofort umstellen kann. Da muss ich nicht immer hier unten rumgrübeln. Besten Dank für diesen Tipp. Da kann man alles andere natürlich auch noch irgendwie entsprechend hinstellen. Ja, die Ressourcen haben wir aber schon. Dann würde ich das mal lassen. Aber das ist natürlich relativ gut. Da muss ich ja nicht immer rumsuchen da unten. Okay, Felder. Wir haben da Pflanze. Emmer. Ja, wir haben aber den Platz nicht. Die müssen erst die Bäume umhauen. Das würde ich glatt zuerst machen. Wir können ja mal schnell gucken. Kriege ich hier vielleicht ein Feld hin? Ja, sowas ähnliches oder so ein kleines zumindest. Machen wir hier mal ein Feld. Okay, dann haben wir das erste. Das rote wird einfach ausgespart. Gebaut wird das trotzdem. Oh, und schaut mal, das geht ja doch relativ zügig. Haut den gleich auch mal noch um. Den ebenso. Und hier auch, weil wir brauchen ja hinten nicht die Bäume, sondern wir brauchen ja hinten Platz. Ganz einfach. Das geht aber auch relativ schnell, dass die das umhauen. Finde ich relativ gut. Die Bäume da hinten lassen wir mal für den Moment noch. Da wird gleich geklöppelt. Da kommen sie mit dem Wagen. Sauber. Oh, ein Hund ist krank. Ja, den töte ich wirklich jedes Mal gleich, weil ich möchte nicht, dass der die Krankheit sozusagen verschleppt. Da ist noch einer krank. So, auch töten. Okay, vielleicht ist es nichts Schlimmes, aber wir können ja mal gucken. Könnt ihr mal irgendwie, keine Ahnung. Oh, jetzt würde ich aber gehen, wenn ich du wäre. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man gucken, wie die Krankheit übertragen, ob das tatsächlich passiert. Ich mache jetzt mal, ja, wie soll ich sagen, prophylaktisch, dass ich die umbringe, weil ich möchte nicht, dass das hier irgendwie quer durchs Lager durch dann alles verseucht worden ist von diesen Tieren. Das muss nicht sein. Vielleicht greift sogar noch auf die Menschen über. Das weiß man ja beim besten Willen auch nicht. So, wir haben Platz.
ein Bäumchen hätte ich gerne noch weg. Und dann können wir hier nämlich vernünftig ein Korn pflanzen. Hier ist das eine Feld, dann wäre hier das nächste. Das darf jetzt auch eine gewisse Größe haben. Ah, man sieht schon, das ist die maximale Größe. Okay, machen wir. Und dann haben wir hier noch Gerste. Kriege ich die hier noch dazwischen? Jawohl. Ja, machen wir so. Gerste hier. Und dann müsst ihr einfach die Sicheln haben, damit da dann wirklich auch noch... Nehmen, wir haben wenig Nahrung. Damit da wirklich auch geerntet werden kann. Haben wir hier Mutiere? Jawohl. Ich werde hier mal kurz ein bisschen zurückgehen im Tempo. Ausgerechnet Bären. Echt jetzt? Apropos Bären. Wir könnten natürlich auch noch ein paar Bären sammeln. Machen sie eh gerade. Das würde auch helfen, wenn man Hunger hat. Wicklinse. Mach das mal weg. Ich weiß nicht, wozu man das brauchen kann, aber wir hätten das gerne. So, hier noch sammeln. Hier sammeln. Ne, das können wir nicht kappen. Sonst noch irgendwo ein paar Beeren. Wir hatten doch hier hinten... Lass mich mal hier rüber gehen. Genau, hier hat man nämlich auch noch was. So, das hilft eben auch, dass man etwas gegen die gegen den Hunger tun kann. So, das nehmen wir auch mit. Da steht noch Mammut. Also Mani, wollte ich sagen, nicht Mammut, sonst wäre es nämlich der Mammut. So, weiterziehen. Da liegen wieder Wagen rum. Da müssen wir auch nochmal schnell gucken, ob wir vielleicht noch zusätzliche Wagen brauchen. Hier haben wir überall solche Felder. Das kann man leider nicht so machen, dass man alles markiert. Wir haben keine Nahrung. Echt jetzt? Gar nichts mehr? Wir haben zu viele Leute. Dann sammelt mal hier fleißig, bitteschön. Kann ich hier... Nee, ich wollte noch zuweisen, wie viele Leute das hier sammeln. Aber das geht nicht, wenn man da draufklickt. Gut. Wie sieht es mit den Fischen aus? Haben wir auch keine Fische? Wir haben gar nichts mehr zu essen. Jetzt wird es tricky. Fischt mal. Und zwar fischt ihr... Ja, hier könnt ihr eigentlich auch fischen. Jetzt kommt noch ein Höhlenbär. Echt jetzt? Da haben wir auch nichts. Wie sieht das hier unten aus mit dem Gefische? Ah, wir haben alles eigentlich leer gefischt bald schon. Was bist du? Ein Wildschwein. Nehmen wir mit. Hast du noch einen Kumpel dabei? Den würden wir glatt auch noch einladen. So, hier noch. Da ist überall eingezeichnet. Wo ist denn der Angriff? Schon vorbei. Ach, hier hinten. Hat wieder Verletzte gegeben, aber dafür haben wir den Bären. Das gibt wieder Nahrung, das ist ja auch gut. So, müsst ihr nur noch transportieren. Aber ich sehe schon, wir haben jetzt tatsächlich langsam wieder Probleme, was die Nahrung angeht. Ich lasse mal die langsame Variante laufen. Da müsste man dann je nachdem bald schon die Hunde vielleicht opfern. Und was wir jetzt eben tatsächlich noch machen, ganz klar. Jetzt gibt es hier nochmal ein paar Schlitten. So, die Ressourcen haben wir, weil, ja, das dauert natürlich sonst einfach viel zu lange. Was bist du hier, Komisches? Irgendwie so ein Bison wahrscheinlich, wenn ich dich erwische. Ja, war zeitlich. Jagen, dankeschön. Wir brauchen dringend und schnell Nahrung, sonst gibt das hier ein Unglück, das ist ganz klar. Dann sterben uns die Leute weg, wie die fliegen. Das kennt man. Wie sieht's hier aus? Fleisch, okay, ein bisschen besser wieder. Ja, das ist nicht ein Angriff, liebe Leute, sondern das ist halt ein Jagen. Das sieht dann immer ein bisschen aus wie ein Angriff. Aua. Los, ein, zwei Pfeile. Genau, und schon haben wir den Kollegen. Gibt auch wieder Futter. Das ist ein bisschen anstrengend, dass man im Prinzip immer darauf achten muss, dass man genug Nahrung hat dahingehend. Also, ich meine, das ist Teil des Spiels. Aber ich meine es so, dass man die Leute eben immer sozusagen manuell dann losschicken muss, um zu jagen. Dass das nichts bringt, dass man eingezeichnet hat, wo sie jagen sollen, weil sie da immer noch ab und an mal jagen. Sondern dass man das tatsächlich selber machen muss. Haselnuss. Im Herbst. Okay, das muss ich mir merken, dass man im Herbst hier noch Haselnüsse gewinnen kann. Erbsen nehmen wir glatt auch noch mit. Ist zwar eine Wanderung, aber okay. So, da sind wir wieder. Wir haben zwei Punkte. Wir brauchen, glaube ich, deren 7. Ja, bis wir hier wieder was machen können. Dann mach mal. Wir können eigentlich wieder Tempo geben. So, die Erbsen waren wir zu. Ein neuer Mensch wurde geboren. Und das mit der Nahrung müsste jetzt nach und nach doch eigentlich hier wieder in die Gänge kommen. Und sonst jagen wir natürlich einfach nochmal. Haben wir eigentlich hier oben schon mal gefischt? Ich glaube nicht. Wisst ihr was? Wir zeichnen hier mal ein, dass sie nicht hier unten fischen, weil hier ist eigentlich leer. Sondern, dass sie hier oben fischen, bei den beiden Dingens. So, hier ist voll mit Fischen und hier oben ist auch voll mit Fischen. Muss man halt auch ein bisschen gehen, aber dafür kann man dann wirklich auch wieder Fische rausziehen.
So, jetzt sieht es wieder besser aus. Fleisch, hier wieder die Felle. Wird hier auch gearbeitet. Jawohl, hier wird auch gearbeitet. Passt. Dann können wir ja mal schnell gucken. Verwaltung. Erlangt Mehl. Okay, hat wieder einen Wissenspunkt gegeben. Sehr schön. Jetzt kommt wieder ein Sturm. Hier wollte ich gar nicht hin. Moment. Doch, ich möchte ganz schnell gucken. Was haben wir denn hier noch? Bier. Aha, gibt's auch. Schön. In der Steinzeit, beziehungsweise hier bei den Neolithen. Ne, wo sind wir? Im Moment sind wir bei den Neolithen. Doch, doch. Da gab es dann auch schon Bier. Oder wann kommt das? Das möchte ich jetzt doch noch wissen. Wann haben die angefangen, Bier zu brauen? Da. In der Bronzezeit. Auch nicht schlecht. Ich frage mich sowieso immer, wie hat das jemand mal rausgefunden, dass man Bier brauen kann? Also man muss ja auf die Idee kommen, irgendwie die... Ja, ich weiß nicht, wie man Bier herstellt. Stell dich gerade fest. Ich weiß, wie man es trinkt. Das ist all das. Ja, halt irgendwie, dass man einfach auf die Idee kommt, etwas zu brauen. Und dann wird da Bier draus. Oder Reben zu züchten und dann Wein daraus zu machen. Wie man das rausgefunden hat? Ja, wahrscheinlich einfach mit Testen. Anders geht's gar nicht. Oh, guck mal, wir haben richtige Holzscheite in rauen Mengen. Sehr gut. Ja klar, weil wir hier hinten natürlich die Bäume gekappt haben. Muss ich hier noch was machen oder wird das? Ich glaube, das wird. Da muss man einfach ein Momentchen Geduld haben. Haben wir denn Beeren? Sehe ich das irgendwo? Brot haben wir sogar. Ich glaube, das haben wir noch vom Händler gekauft. Oder was machen die hier? Die machen eigentlich nur Mehl draus. Können wir eigentlich schon Brot machen selber? Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht wie. Oder machen die das über dem Feuer? Da, tatsächlich. Einfaches Mehlbrot. Okay. Schmeckt wahrscheinlich nicht ganz so dolle. Aber es füllt den Magen. Das ist ja das Wichtige. So, wieder ein bisschen rauf mit dem Tempo. 37 Leute, 42. Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für ein Zelt. Wohin mit dir? Vielleicht hier hinten zwischen die beiden Felder. Okay, bitte bauen, dankeschön. Ansonsten haben wir eigentlich nichts mehr. Hier haben wir auch noch nichts freigeschaltet. Wir müssen hier warten, bis wir die Punkte haben. So, cool. Ich mache mal kurz ein bisschen langsamer. Irgendwie ist es mir fast zu schnell jeweils. Wenn man dann mal wieder ein bisschen gucken will, dann ist es eigentlich schon angebracht, wenn man halt auch mit dem Tempo runtergeht. Coole Kamera. So, gefällt mir sehr gut. Hier runter, hier rauf, genau, dann kann man ein bisschen fliegen. Oh, er ist unglücklich hier, der Opa. Ich nenne den mal despektierlich Opa, weil es wahrscheinlich Opa ist. Wir haben immer noch wenig Nahrung. Okay. Haben wir hier ein paar Tierchen? Oder können wir hier hinten was machen? Nein. Jetzt hätten wir ja Herbst. Genau, da können wir ein Korn nicht jagen, sondern pflücken, ernten. Hier auch nochmal ein Korn. Weiß nicht, was man damit macht. Irgendwas werden sie damit machen. Aber eigentlich wollte ich gucken. Haben wir irgendwo Tiere? Man reiche mir ein paar Viecher, damit wir hier mal ein bisschen was machen können in Sachen... Da hat es Tiere. In Sachen Nahrung. Mufflon. Okay. Wir hätten gerne ein paar Mufflons. So, da ist noch ein Jungmufflon. Da haben wir einen Hirsch. Die nehmen wir alle mit. Alle jagen, damit wir wirklich genug Nahrung haben. Jetzt sind wir so viele Leute. Wie teile ich denn dem Jagen nochmal Leute zu? Also allgemein. Kann ich das irgendwie bestimmen, wie viele Leute jagen gehen? Ich glaube schon. Die Frage ist, wie? Habe ich denn die Jagdtafel noch irgendwo? Wo jagen sie denn? Hier sind sie am Baum fällen. Hier jagen sie. Machen wir mal maximal 5 Stück. Okay, gut. Das ist aber nur für diesen Kreis hier. Von daher... Ja, da geht... Das ganze Dorf geht jagen. Guck mal. Das müsste man doch irgendwo einstellen können, dass sie das eben nicht alle zusammen machen, sondern nur ein Teil von denen. Naja, gut. Ist egal. Geht mal jagen. Wir kriegen sonst hier Probleme mit der Nahrung. So, das sollte aber hier tatsächlich dann bewirken, dass wir eben nicht mehr so Probleme haben mit der Nahrung. Sobald hier geerntet werden kann. Das dauert halt auch noch ein Momentchen. Was haben wir denn gerade? Ich sehe es tatsächlich nicht. Doch, da ist wieder mein Aufnahmeprogramm drüber. Das Problem hatte ich doch letztens schon mal irgendwo. Da war es aber auf der anderen Seite. Herbst ist. Okay. Schlecht, nach dem Herbst kommt der Winter. Gejagt, Muffler, sehr gut. Da ist eins geflohen. Getrockneter Fisch. Der Händler ist angekommen. Ja, ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar noch ein bisschen Nahrung nehmen sollten. Der hat eigentlich gar nichts. Was ist das? Megalithmus. Okay, da kann man direkt dahin reisen. Für 200. Moment, ich gucke mal ganz schnell. Wir können den wieder anklicken. Ich gehe mal aber runter.
Megadingens? Was war das denn? Nee, doch nicht. Hä? Moment. Kupferschmelzen? Das ist ja die Kupferzeit. Oder war das der Fachbegriff oder der lateinische Begriff für die Kupferzeit? Dieses Megadingens. Nee, da ist es. Megalithismus. Okay, das ist etwas Spirituelles. Nee, dafür bezahlen wir nicht 200. Das würde ich definitiv nicht machen. Gut, was brauchen wir denn noch? Feuersteinhacken haben wir. Wolle. Wolle haben wir nicht. Wir haben keine Schafe. Können wir natürlich gebrauchen. Halt, nehmen wir da weg. Hast du nur ein Stück Wolle dabei? Tatsächlich. Feuerstein. Haben wir 14 Stück. Knochen haben wir meistens sowieso. Bogen. Haben wir ein, aber die stellen wir selber her. Mehl. Haben wir. Gar keins. Sehe ich das richtig? Okay. Wir nehmen mal noch Mehl. Und was wir dann noch machen ist, wir werden hier unten nochmal so ein Teil hinstellen. Würde ich vorschlagen. Dann sind wir hier bei 12. Du kriegst hier mal Holzscheite. Davon haben wir jede Menge. Die haben aber auch keinen Wert. Haben wir noch Knochen? Jawohl. Da 11 und nochmal ein Holzscheit. Dann haben wir 12. Passt. Gut, jetzt müssen wir hier schnell gucken. Wir machen mal nochmal ein paar Bogen. Okay. So, Tempo. Achtfachgeschwindigkeit bestens. Wie sieht es mit unseren Jägern aus? Wir haben halt mittlerweile wirklich so viele Leute. Das ist relativ angenehm. Das heißt, das Dorf ist besiedelt und trotzdem, sie können hier in rauen Massen jagen gehen. Das ist auch relativ angenehm. Sie bringen hier wieder ordentlich Zeugs mit. Allerdings alle ohne Wagen. Das gefällt mir nicht. Da werden wir jetzt gleich nochmal... Ja, hier liegen Wagen. Ihr müsst die halt mitnehmen. Also das natürlich auch. Also wie soll man das denn... umsetzen, dass die Leute hier die Wagen nehmen, wenn man schon Wagen hat. Ich mache nochmal eine ganze Ladung, dass sie einfach auf die Idee kommen, vielleicht einen mitzunehmen, bevor sie eben jagen gehen. Das geht einfach zehnmal schneller. Der hier geht mit gutem Beispiel voran. Guck mal. Der hat tatsächlich einen Wagen dabei. Man kann natürlich nicht nur schneller transportieren, man kann auch wesentlich mehr mitnehmen. Man muss da nicht irgendwie beide Hände verwenden, um irgendwie ein Stück Fleisch zu tragen, sondern das kann man alles auf den Wagen laden. Okay, hier sind sie wieder am Stöcke sammeln. Oh, er macht Männchen, Kollege Pets. Cool finde ich, oder gut finde ich, dass die Tiere die Leute nicht angreifen, wenn wir ihnen nichts machen. Das ist ein bisschen unrealistisch, weil so ein Bär natürlich auch Hunger hat. Aber okay, das würde, wenn das anders wäre, das würde heißen, man geht nachher vorne, pflückt ein paar irgendwie Radieschen und dann werden alle von den Bären umgebracht. Also das wäre natürlich auch nicht so wirklich... vernünftig, was den Spielspaß angeht. Okay. Ah, Schlitten. Ich wollte eigentlich hier gucken. Ah, da ist eh schon einer am Reparieren. Jetzt haben wir halt wieder Winter. Gut. Können wir hier? Oh, wir können hier. Dann gehen wir mal schauen. Was haben wir hier denn Schönes? Untergrundbergarbeit. Okay, müsste das nicht Untergrund heißen? Egal. Feuersteinmine, Kupfermine, Zinnmine, Eisenmine. Was haben wir hier? Schiffdachdeckerei. Hütte, Lagerhütte. Oh ja, das klingt gut. Den Brunnen möchte ich dann auch relativ schnell haben. Hier können wir Ziegen domestizieren. Brücken bauen. Ja, ich würde sagen, Brunnen graben. Das wäre wichtig. Aber wir machen zuerst mal das hier. Zack. Damit wir wirklich hier was in Sachen Getreide etc. machen können. Ich muss mal gucken. Das wäre dann hier beim Bauen. Wohnhaus. Jetzt können wir hier nämlich Hütten bauen. Wir machen gleich mal eine. Und die anderen können wir updaten. Dass das Hütten werden. Nachher. Haben wir noch Platz irgendwo? Hier unten. Okay, natürlich noch drehen. Oder wir richten dich mal in Richtung Fluss aus. Ja, das hat doch auch was. Okay. Und dann werden wir mal noch dich hier upgraden. Das war hier. Nee. Nee. Hier war's. Verbessere auf Hütte. Zack. Kostet immer die Ressourcen. Und während der Zeit, während das abgegradet wird, kann keiner drin wohnen. Muss man ein bisschen aufpassen. Gut. 39, 42. Sobald das Teil steht, haben wir denn alles, was wir dazu brauchen? Lehm. Ach du grüne Neune, uns fehlt Lehm. Ich wollte eigentlich nochmal so ein Teil machen. Das mache ich mal, bevor ich es vergesse. Jetzt gehe ich doch nochmal kurz runter mit dem Tempo. Wir haben schon wieder wenig Nahrung. Moment, wo war das bei der Produktion? Hier, Mörser. Wo machen wir den hin? Wo er Platz hat. Hier zum Beispiel. Einmal Mörser. Aber wisst ihr was, wir machen gleich noch ein. So, ich glaube, das kann nicht schaden, wenn man davon mehrere hat. Zack, nochmal ein Mörser und gut ist. Dann können wir das so laufen lassen. Habt ihr denn hier hinten wirklich fertig gejagt, sozusagen? Habt ihr hier alles gejagt, was wir gekennzeichnet haben?
Auerochse. Wir zeichnen nochmal ein. So, weil, ja, wir brauchen die Tiere. Wir haben immer Probleme mit Nahrung. Zwar nicht so, dass die Leute gerade sterben oder verhungern, aber halt immer dahingehend, dass hier immer wieder die Meldungen kommen. Schiffdachdeckerei. Schaltet strohbedeckte Bauwerke frei. Genau, haben wir bereits hier hinten veranlasst. Allerdings, uns fehlt Lehm. Die Frage ist, wo kriegen wir Lehm her? Und zuerst müssen wir uns, glaube ich, tatsächlich um die Nahrung kümmern. Aber wir haben hier doch überall Fischereidingens. Er ist halt weit weg. Und er hat wieder keinen Wagen dabei, der Kollege. Der hätte halt einen Wagen mitnehmen müssen. Und sonst? Ich glaube, das klappt schon. Entferne. Hohe Priorität. Nee, das möchte ich eigentlich nicht machen. Das möchte ich lassen. Ja, es ist halt Frühling. Okay, jetzt müsste man säen. Dann kann man nachher später ernten. Oh, und sie sind traurig. Vielleicht mal nochmal so ein Teil hier hinstellen. Wir haben aber, glaube ich, im Moment immer noch nur die beiden, welche wir haben. Genau, da würde ich jetzt nicht übertreiben mit denen. Oder sollen wir nochmal so einen Totenkopfpfahl machen? Erinnert an die Toten. Die Natur zu verehren. Wir bauen mal nochmal so ein Teil. Eins haben wir da hinten. Dann machen wir das andere, würde ich sagen, hier hin. Wir drehen dich mal nochmal fröhlich. Zack. Okay, dann können sie dort nochmal irgendwie beten. Die Natur anbeten. Und dann sollte das für die Moral auch wieder was bringen. Aber ich hätte natürlich auch keine Moral, wenn wir da und Hunger haben. Macht mal hier ein bisschen hin, dass das da in die Gänge kommt. Ist das Lager voll? Nein. Haben wir zwei Lager? Ja, hier unten ist noch eins. Nee, Lagerplatz haben wir genug. Da müssen wir eigentlich nichts machen. Auerochsenangriff. Sie sind wieder einzeln unterwegs. Nein, zu zweit. Oh, ist aber auch ein relativ gefährliches Tier offensichtlich. Oh oh. Kriegen wir es noch klein hier? Ja, oh Gott. Okay, er lebt noch, aber jetzt haut er ab. Na, wenn du Pfeil und Bogen hast, warum gehst du dann in den Nahkampf, Kollege? Das ist doch, also das ist natürlich auch wirklich sehr, sehr clever. Wenn man schon Pfeil und Bogen hat, bleibt man doch in sicherer Entfernung. Da geht man doch nicht Auge in Auge zu dem Tier hin und haut auf das Tier ein. Also, naja gut, jetzt hat er es halt zugemacht. Dafür hat er mit dem Leben bezahlt. 38 Leute, 42 Kapazität, würde ich so lassen. Haben wir hier wieder Fischchen? Hier haben wir doch Fischchen, die wachsen tatsächlich nach. Das ist natürlich schön. Da brauche ich aber nicht das, sondern ich brauche... Wo hatten wir es denn gleich nochmal? Arbeitsgebiet und dann Fischen. Zack, gerne hier wieder. Dann müssen sie nicht ganz so weit laufen. Das sollte auch wieder ein bisschen was bringen, was den Hunger angeht. Und hier muss ich jetzt mal drauf achten, ob da was passiert dann. Haben wir zu wenig Sicheln? Ich glaube nicht. Wo haben wir denn die Sicheln? Sicheln. 17. Okay, das müsste doch reichen bei 39 Leuten. Ein neuer Mensch wurde geboren. Ist halt, wenn man natürlich immer mehr Leute kriegt, die wollen immer mehr zu essen. Das ist ein altes Problem. Was bist du? Du bist, glaube ich, der Hund. Ja, der geht mal gucken. Da können wir im Moment nichts machen. Hier auch nichts beim Flachs. Schön wäre halt, wenn hier noch ein paar, keine Ahnung, ein paar Hühnchen oder so plötzlich mal daherkämen, sich sozusagen zur Verfügung stellen, weil unser Dorf Hunger hat. Dann müsste man nicht viel machen. Haben wir hier hinten noch was? Ja, später, das geht nicht mehr allzu lang, können wir hier natürlich, genau, Kupfer etc. noch gewinnen, abbauen. Und dann mal gucken, was wir dafür dann alles noch bekommen. Also was man dann aus Kupfer alles herstellen kann. So, Kollege Händler, du hast geräuchertes Fleisch, das hätten wir gern. Getreide nehmen wir ein bisschen. Leinen nehmen wir ein bisschen. Und Brunnengraben, das machen wir selber mit unseren Punkten. Okay, Knochen. Zähne. 15, dann noch ein so ein Scheit und dann haben wir das. Okay, passt. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen mehr Nahrung. Bestens. So gejagt wird ja da hinten auch noch. Das passt also definitiv auch. Wir haben 7 Punkte. Ich würde jetzt tatsächlich den Brunnen nehmen. So, dann können wir nämlich hier Kollege Brunnen bauen. Mal gucken, wo das gerade nochmal war. Produktion. Tatsächlich Brunnen. Dann müssen sie nicht immer zum Wasser laufen. Dann kommt der Brunnen mal hier hin. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Vielleicht können sie den auch gebrauchen hier. Oh, guck mal, jetzt sind die ganzen Felder eh am Wachsen machen und tun. Sehr schön. Gut, und wenn der Brunnen steht, eben, vielleicht können sie das sogar nutzen, um die Felder zu bewässern. Das wäre natürlich auch noch schön. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Wir kommen voran. Und ja, mir macht das Spiel einfach extrem viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber ich war ja schon ein ausgemachter Planet Base Fan. Von daher kein Wunder. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.